So, wir sind hier am Stand der RWTH Aachen mit dem Robert. Und der Robert erklärt uns, was sie denn hier so machen mit der virtuellen Realität und warum sie deswegen auf der Gamescom sind. Ja, schönen guten Tag. Wir präsentieren ein paar Arbeiten, die unsere Leute in der Forschung gemacht haben, was aber auch unsere Studenten gemacht haben, im Bereich Spieleentwicklung, im Bereich Virtual Reality, aber natürlich auch unsere ernsthafteren Forschungsarbeiten. Was sind denn die ernsthafteren Forschungsarbeiten dabei? Wir haben sehr viele Arbeiten im Bereich Geometrieverarbeitung, im Bereich Visualisierung großer Punktwolken, großer Laserscans und Rekonstruktion von ganzen Städten zum Beispiel. Ihr nutzt das also auch direkt zur Bewerbung eures Lehrstuhls, um auch junge Leute für Informatik zu begeistern, für das neue aufkommende Feld der virtuellen Realität zu begeistern. Mal Hand aufs Herz, da werden ja nicht nur Spiele programmiert, oder? Was macht man damit hinterher im Beruf? Also wenn man ein Informatikstudium absolviert hat und dabei sich fokussiert hat auf Computergrafik, Computer Vision, dann findet man schnell Anschluss in den Bereichen Architektur, Visualisierung im Automobilbereich, in der Medizintechnik, das ist ein ganz großes Thema, aber natürlich auch Hollywood und Echtzeitvisualisierung, also Spiele. Also alles von so einem 3D eingescannten Louvre, Museumsrundgang bis zu Dinosaurier Jurassic Park 5. Ja, im Prinzip ist das so das, was okay. Man machen kann. Ist ein sehr weites Spektrum für jemanden, der das studieren möchte. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt seid ihr ja aus Aachen, wir sind aus NRW. Seid ihr damit die Größten hier vor Ort? Als Universität mit Informatik sind wir, glaube ich, die Größten vor Ort. Wobei man dazu sagen muss... Mit virtueller Realität, ja, natürlich ist der Hersteller von diesen Brillen vor Ort, die sind wesentlich größer. Aber es geht ja nicht nur um virtuelle Realität bei uns, es geht ja insgesamt um Computergrafik und das, was man damit machen kann. Und virtuelle Realität ist für uns hier erstmal nur der Eyecatcher. Habt ihr vom Land Fördergelder bekommen oder dergleichen? Oder musstet ihr irgendwie was beantragen beim Land, um das irgendwie machen zu können? Ist das sehr teuer, sowas? Oder kann das jemand irgendwie, ich sag jetzt mal, an seiner Fakultät irgendwie auch anbringen? Ey, lass uns mal so ein virtuelles Realitätsbrillending kaufen. Also was wir hier machen wollten, ist einfach die Lehre der Computergrafik etwas aufzufrischen für die Studenten und zu sagen, macht doch mal ein Spiel aus dem, was wir euch eh beibringen wollen. Und hier jetzt halt mal mit der Brille, auch weil das was Neues ist, wo die Leute dann noch motivierter dabei sind und dadurch im Prinzip mehr lernen. Das Gerät an sich ist nicht sonderlich teuer. Das kann also auch jeder privat im Prinzip kaufen. Und sowas. Liegt im Preisbereich von 350 Euro in etwa, je nachdem, wie der Dollarkurs gerade ist. Wenn man bedenkt, dass wir ähnliche, schlechter funktionierende Brillen vor einigen Jahren noch für 10.000 bis 20.000 Euro hätten kaufen können und die dann auch in der Forschung verwendet wurden, dann ist das schon ein deutlicher Schritt hin zu Consumer-Hardware. Also ein Quantensprung in der Technik, ne? Da kann man gespannt sein, was die nächsten Jahre noch so kommt an der Technologie, wofür man sie verwenden kann. Ich bin da mal ganz fantasievoll, Medizinsektor, was macht ein Doktor mit so einer Brille auf, der in einem OP am anderen Ende der Welt mitarbeitet oder so? Sowas zum Beispiel. Telemedizin ist natürlich eine Möglichkeit. Telemedizin für Krisengebiete, wo keine Ärzte vor Ort sein können. Telemedizin für die Raumfahrt, wo auch keine Ärzte vor Ort sein können, sind große Themen. Auch da wird VR jetzt schon zum Teil eingesetzt. Es ist allerdings auch möglicherweise ein großes Thema für Social Media, sich mit Freunden virtuell treffen zu können, anstatt einfach nur über Facebook Textnachrichten austauschen zu können. Insbesondere natürlich für Leute, die sehr weit weg wohnen, dass man nicht mal eben um die Ecke gehen kann. Dann nimmst du mir direkt eine Frage vorweg. Facebook hat sich ja eingekauft bei der Oculus VR. Wie siehst du das denn dort mit dem Datenschutz, wenn Facebook sozusagen das, was wir uns mit der VR-Brille angucken, mit in den Big Data Pool wirft? Grundsätzlich gibt es natürlich diese Bedenken. Dabei muss man sagen, erstmal wird hier Hardware entwickelt und diese Hardware ist nicht an das Portal Facebook selbst gekoppelt. Das heißt, ich kann damit Anwendungen entwickeln, sogar für Konkurrenz-Social-Media-Seiten, wenn ich möchte. Wenn natürlich Facebook selbst Support für Virtual Reality bekommt, dann könnte das anders aussehen. Aber das liegt erstmal nicht an der Hardware, sondern an der Software, die man dann nutzt. Also einfach sich darauf freuen, dass es diese neue Technik gibt und nebenbei ein bisschen auf den Datenschutz achten. Zunächst einmal würde ich mich darüber freuen und mal sehen, was die Zukunft so bringt. Denn auch da gibt es noch einige Probleme zu lösen, ob das überhaupt massentauglich werden wird. Okay. Und wie das dann mit dem Datenschutz aussieht, das sehen wir dann, wenn wir diese Geräte tatsächlich mit sozialen Netzwerken verknüpfen.
Okay, danke für das kurze Gespräch und ich schaue mal, wie es unserer Tina geht. Die haben nämlich gerade in den virtuellen Realitätssimulator da reingesteckt. Na, erschreckt? Ein wenig. Oh, du siehst rot im Gesicht aus. Wie war's? War super. Ich bin Achterbahn gefahren und man hat sich gefühlt, als würde man in der Achterbahn sitzen. Also, ist dir schlecht? Nö, es geht. Es geht. Also du reierst mir noch nicht das Mikro voll. Nein, noch nicht. Fandst du es also nicht zum Kotzen? Nein, ich fand's super. Kaufst du dir so ein Ding? Ach, mal schauen. 350 Tacken. Dann nicht. Dann nicht? Ja, es ist der geilste Shit des Jahres. Das ist das, was kommt. Ja, mal gucken. Es wird auch billiger, ne? Es wird auch billiger. Gut, mit diesen Worten enden wir mal hier an dem Stand. Es war auf jeden Fall sehr interessant, glaube ich, ne?